15 Minuten exklusives Live-Gameplay von Star Wars Jedi Fallen Order wurden auf der EA Play Pressekonferenz auf der E3 2019 gezeigt. Die Highlights des Livestreams von EA seht ihr in diesem Video. Star Wars The Jedi Fallen Order spielt zwischen den Episoden 3 und 4. Unser Held Cal ist noch kein voller Jedi. Er befindet sich zwischen Padawan und Jedi-Meister. Er selbst versteckt sich im Untergrund, um den Wiederaufbau des Jedi-Ordens zu organisieren. Im gezeigten Gameplay befinden wir uns auf einer Wookiee-Rettungsmission. Die Mission zeigt einen Spielfortschritt von etwa 3 Stunden. Auf dem Rücken unseres Helden sitzt der Erkundungsdroide PD-1, welcher von Cal mit Bud angesprochen wird. Die Spielmechaniken beim Springen und Klettern erinnern an Lara Croft oder Nathan Drake. Wir schwingen uns gekonnt über Lianen und können im späteren Verlauf auch coole Wallrides performen. Unser kleiner Druide scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Im Spiel zeigt er uns fotografische Infos der Umgebung oder dient als Kartenprojektier-Druide, wie hier zu sehen. PD-1 kann durch Spielerinput Stimpaks schießen. Die Stimpaks sind begrenzt und können in der Welt gelootet werden. Star Wars Jedi Fallen Order ist ein Third-Person-Action-Adventure im Singleplayer. Die Story entspricht zu 100% dem Star Wars-Kanon und spielt auf der hellen Seite der Macht. Als Spieler haben wir nicht die Wahl zwischen heller und dunkler Seite. Was soll beim Jedi nicht fehlen? Natürlich das Lichtschwert. Als Jedi auf der hellen Seite der Macht stehen uns nur die hellen Kräfte zur Verfügung. Zu Beginn wird es 4 Stück geben. Das Wegdrücken, das Heranziehen, den Doppelsprung und die Verlangsamung. Die Verlangsamung ist eine neue Fähigkeit, bei der um unseren Helden herum alles entsprechend verlangsamt wird. Dabei kann ein weiterer Skill genutzt werden. Verschlossene Türen? Die sind für PD-1 absolut kein Problem. In früheren Teilen konnte man den Kampfstil ändern. Ob dies auch bei Star Wars Jedi Fallen Order möglich ist, war leider nicht erkennbar. Über den Gegner erscheinen Lebensbalken. Wir erkennen somit sehr gut, ob wir gerade die Oberhand im Kampf haben oder uns lieber zurückziehen sollten. Nach erfolgreichen Kämpfen erhalten wir Erfahrungs- und Skillpunkte. Diese setzen wir für neue Fähigkeiten und der Verbesserung von bestehenden ein. Das gezeigte Gameplay entstammt der Alpha. Die Kämpfe wirken sehr leicht und der Protagonist muss Gegnern und Geschossen kaum ausweichen. Dies ist aber meiner Meinung nach der Alpha geschuldet. Betont wurde, dass der Spieler sehr erfahren sei und die Kämpfe deswegen so einfach aussahen. Am 15. November werden wir mehr wissen, denn dann erscheint Star Wars Jedi Fallen Order. Fast hätte ich es vergessen, was darf beim Action-Adventure in Third Person nicht fehlen? Natürlich die Quicktime-Events. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Aber am Ende sind sie doch irgendwie notwendig und lustig. Das war Star Wars Jedi Fallen Order von der E3 2019. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Drückt den Abo-Button, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es unten in die Kommentare rein. Schießende Stormtrooper, pum pum und Wallrides. Und Lichtschwertkämpfe und oh, das wird lustig. Und übrigens, hier treffen die Stormtrooper auch. PD-1's in the audience, ladies and gentlemen. Thank you, PD-1. He's adorable, as I'm sure you know.
I immediately want him as a backpack. So just a heads up, if you're talking to anybody in the licensing department, that. All right. We can make. What does he do in the game, right? Excuse me, we're hosting a panel. You can keep it down over there.